Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu Teil Nummer 11 von Games und Gerstensaft. Von Games und Gerstensaft mit Assassin's Creed 4 Black Flag. Der letzte Teil war ein schades Stück Arbeit. Wir mussten viele Sachen machen, die wir schon kannten. Segeln, entern, Sachen schießen. Und zum Schluss mussten wir wieder anonym werden. Das hat nicht so ganz geklappt, weil immer wieder neue Boote aufgetaucht sind. Die spanische Marine, die hat ja Boote en masse. Ja, haben die ja gesagt, ach, wie viele soll man schicken? Fuck it, all of them. Also, ist doch scheißegal. Ja, aber wir haben es jetzt geschafft, anonym zu werden, wie wir euch versprochen haben, beziehungsweise wie der Dominik euch versprochen hat, weil ich habe ja versucht, das Versprechen auch einzuhalten. Wir haben es geschafft, wir sind jetzt wieder anonym, wir sind jetzt, werden jetzt gleich mit diesem Beamten sprechen und dann uns wieder einen guten Ruf erarbeiten. Ja, dann würde ich sagen, springen wir rein. Springen wir gleich wieder rein, ja. Zack. So, ich schnapp mir schnell das Gamepad und dann geht's weiter. So, hier sind wir jetzt nämlich in... müssen wir jetzt mit dem Beamten da sprechen, mit irgendeinem so Tübi? So, wo ist er denn, der Beamte? Da ist der Beamte. Ray, mein Freund, wollt ihr... 200! 200 Real haben wir dem gegeben. Du kannst jetzt gerade zurückgesetzt. Du musst da hoch. Ja, komm schon, hier. Muss ja auch in meine Kapitänskajüte. Ach so, ach ja, stimmt. Genau, so, ja. So einfach war's da, war das. Aber beim letzten Mal, das war dann noch ein hartes Stück Arbeit, bis ich dann endlich anonym wurde. Und das wollte man dann euch auch nicht weiter antun, diesen Krampf. Ja, das stimmt. Wusstest du übrigens, wo ich jetzt gerade sehe, wie er so... haben wir das schon mal erörtert? Warum Piraten immer so eine Augenklappe getragen haben? Nee. Gibt's ja dieses Gerücht, ja, mit hier Fernrohr und zu viel in die Sonne geguckt und sowas. ist aber Quatsch. Und in Wirklichkeit haben die das benutzt, da haben die quasi ein Auge vom Sonnenlicht geschützt. Ja. Und weil die ja ganz schnell immer in Gefechtssituationen und sowas, mussten sie ja schnell von Überdeck, wo es total hell war wegen der Sonne, nach Unterdeck, wo es total dunkel war. Stellt euch mal vor, ihr seid auf dem Deck, ist alles hell, ihr geht runter und müsst ganz schnell handeln, irgendwas machen. Da seht ihr natürlich nichts. Und deswegen haben die ein Auge quasi an die Dunkelheit gewöhnt. Krass. Und wenn die runter sind, haben die das andere zugedeckt. Oder weiß ich gar nicht, ob die es... Oder aufgedeckt auf jeden Fall. Und deswegen haben die mit einem Auge dann immer sofort auch Unterdeck sehen können. Ja. Warum hatten die Holzbeine? Ja, Holzbeine hatten die, damit sie, wenn sie auf Deck laufen, damit sie ein schönes Klockgeräusch machen. Und warum hatten die Hakenhände? Hakenhände hatten sie, damit sie immer, nicht immer noch Gabeln halten müssen, wenn sie das was essen. Das ist der Künstler, Kenway. Nee, weiß ich nicht. Aber die Augenklappe, das habe ich mal... Okay. Ist das keine Arbeit. Das ist auch, macht auch mehr Sinn als... Also erstmal gesoffen. Ich mache das nicht ewig, Leute. Nur bis ich genug Geld habe, um zu Hause Land und Einfluss zu kaufen. Mein Gott, hör dir dein Gefasel an. Du träumst immer noch von deiner Dirne daheim in England, wo du hier jedes Weib haben könntest, ohne Probleme. Ah, welch hehre Ziele ihr doch habt. Und ich dachte, ich wäre in der Gesellschaft von Höllenhunden. Wer ist die Ballon runtergefallen? Der gute Rum. Das war ein guter Tag. Wie ist die Stimmung? Wie ist die Johnny Stimmung? Johnny Appleseed ist tot. Zahnlose Grinsebacken. Ein paar reden davon, sich mit Master Kid zu treffen, um eine Plantage zu überfallen. Eine Plantage? Das ist gewagt. Und profitabel, wenn wir Erfolg haben. Oh. Profitabel klingt schon mal gut. Eine gute Idee. Also wir segeln jetzt ganz viel. Wir sind jetzt weniger in dieser Assassin's Creed Manier unterwegs. Hier, jetzt kannst du jetzt sagen, wie scheiße du die Mission fandest. Wir haben ein Jagdschiff, hätten wir plündern müssen. Tja. X, du wolltest doch das bewerten. Nein, ich wollte das nicht bewerten. Doch, weil es so scheiße war. Es war ja nicht scheiße, es war bloß... Es war schon ganz schön doof, dass man dann am Ende noch... Da, wir können noch was ändern. Hier liegt noch irgendein Boot vor Anker. Das ist bestimmt das Jagdboot. Ey, das wäre natürlich richtig doof. Raffnen und trimmen! Vorsicht, da ist ein Stein. Stoßsegel setzen, an die Leinen! Andi? An die Leinen? An die Leinen. Da, das große Kind. Plündert das. Da gibt's immer viel nettes Zeug. Aber hier ist ja, das ist Boot. Ein ziviles Boot. Auf euren Knochen! Trinkt ihr auf euren Untergang! Und alle Segel einholen! Nicht pödeln! An die Leinen und Pult! Pult. 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 So. Wir schießen zusammen! Na, wo kann ich denn... Wieso geht das hier nicht? Ich will entern! Ja, geil! Der entert das jetzt! Der entert das... Entern! Kannst du nicht einfach so dich da drauf spielen? Ja. Jetzt.
Enterhaken los! Ran an die Boote! So, haben sie die ganze Zeit gewartet? Ja, bis das Boot durchgefahren ist. Er benutzt das mit... Ach, Quatsch. Du musst 10 von den... Ja, wow! Du musst ja 10 von diesen Typen ab... ja, das ist, kriegen wir alles hin. Ja, nicht, dass du wieder Crewmitglieder verlierst. Hoch. Wow! Brauchen wir ein bisschen mehr Platz hier. Ach toll, ich hab so ein kleines Messer. So ein kleines Messerchen. Da kannst du dir die Stühle zur Stärkung schmieren. Oh Gott! Oh Gott! Ich würde sagen, Flucht nach ganz weit weg. An die Drehbass. Kannst du wieder zurück? Guck mal, siehst du, der eine hat schon einen blauen Punkt, da steht verteidigen. Oh, meine Crew ist tot. Du weißt schon, ja, und du auch gleich. Mach dich vom Acker! Quatsch! Wie Quatsch? Quatsch, alles gut. YOLO oder was? Ja, YOLO! Was ist das? Oh, du nimmst ihn. Da ist wieder so ein Schelm mit so einem Hut. Wow! Okay, das war's. Warum hast du auch standardmäßig die Faust ausgerüstet? Ja, warte. Okay, jetzt können wir es nicht mehr ändern. Jetzt können wir es nicht mehr ändern, ne? Der war nicht schlecht. Jetzt können wir es nicht mehr ändern. So, das heißt, wir müssen jetzt zur... Ist ja nichts zu ändern, ja. das ist ja nichts zu ändern. So, mal gucken, wo müssen wir hin? Wo ist das? Das ist ein großer Weißer. Ein großer Weißer. Das ist so Fischgrund, sozusagen, nennt sich das, glaube ich. Bullenhai. Der große weiße Wal. So. Unser Nemesis. Unser Nemesis. Nee, nicht Nemesis, sondern unser großer weißer Wal. Unser Moby Dick. Wird das. So. Eisengeschwindigkeit. Und ab geht er. Ruhe, Männer. Singt! Was jetzt? Nix. Also. Da qualmt was. Ich will gar nicht wissen, was auf diesen kleinen Inseln alles noch so versteckt ist. Ja, ich auch nicht. Es gibt bestimmt Easter Eggs, doch, und Löcher. Ja. Nächstes Lied. Nächstes Lied, bitte. Fast forward. Wir müssen umsichtig sein. Diese Gewässer werden gut bewacht. Okay, kannst du einen einsammeln. Mal gucken, ob sich jetzt deine Crew... Nee, menschliches Treibgut, Captain. Na, doch. Das habe ich gesagt? Jawohl. Irgendwas mit allen an? Nee, oder? Scheiße, wir haben es uns eh mit allen angelegt jetzt. Ach, ist egal. Die wissen doch, wir sind doch schon berüchtigt. Berühmt berüchtigt? Jawohl, ja. Yeah. 5 Upgrades sind derzeit in der Kajüte des Captains verfügbar. Capitanos. Ist Capitano. Nächstes. Nächstes bitte. Oh, da. Wir treffen gleich auf Lanzer. Hat er recht. Hab ich nicht gesehen. Guck mal, da sind Steinchen. Eieiei. Hab ich nicht gesehen, tut mir leid. Ich war aber jetzt so. Männer, Rahmsegel einholen. Hol das Rahmgulasch ein. Rahmspinat. Hol den Rahmspinat ein. Dahin musst du. Dahin muss ich. Da auf einmal ist die Plantage. Sir, von Steuerbord. Da, eine Art Frachter, Sir. Steuerbord ist rechts. Das sind ganz viele Treibgut-Dinger, die da rumschwimmen. Ja, ist cool, ne? Ist alle noch gut. Ja, ist alles gut. So, da. So, stopp. Raus aus dem Wind! Stopp. Zieht, Männer, Großsegel bergen. Ich verlasse mal hier das Ruder. Captain über Bord. Bäm. Off. In der Salzlake. Die Salzlake. Hallo Jungs, da haben wir aber was Dickes angezogen. So.
Wir überfallen was? Wer ist das denn? Das ist Herr Missionenstern. Herr Missionenstern. Seht nur, der Bastard des verstorbenen William Kidd. Immer noch ein Knabe und doch 10-mal teuflischer als sein Vater es war. Schön, dich hier zu sehen, Kenway. Vor allem, wie soll denn das denn er sein? Erkennt das niemand, dass das eine Frau ist? Hast du dieses Kostüm von einem Dandy in Havanna? Nein, Sir. Ich habe es von einer Leiche. Einer, die kurz vorher noch herumlief und mir Frechheiten ins Gesicht sagte. Schön, hat er einen Fisch für ihn gegrillt. Also. Ist wie ein Hidden Ball, oder was? Angriff auf eine Plantage. Wir diskutieren. Kannst kein Geheimnis behalten, was? Jedenfalls nicht gut. Jeden Tag segeln Schoner voller Zucker vorbei. Von den Plantagen hier in der Nähe. Meistens halten sie hier, um ein paar Kisten davon zu verkaufen. Aha. Heute wird ein Mann erwartet, der viel Profit einbringen wird. Oh. Wenn du seine Plantage überfallen willst, zeig ich ihn dir. Klar. Immer her. Ich will. Plantagen sind. Das ist alles, was Geld bringt. Und die da, oh, Fisch. Oh, lecker. Ist das diese Plantage einem gewissen Backford? Das ist der Mann. Er hat Dutzende in dieser Gegend. Und er ist verdammt reich. Das ist genau die Art, die ich gern berabe. Weiß ich nicht. Dein Verwalter ist hier irgendwo. Alter Verwalter. Ich verfolge ihn. Und er führt dich direkt zur Beute. So wie den Verwalter ausfindig machen. Alter Verwalter. Das machen wir mal ausfindig, den Vorsicht Verwalter. Vorsicht aber, ne? Musst du langsam. Muss ihn verfolgen. Ich muss ihn erstmal ausfindig machen. Muss ihn aber auch verfolgen. Da ist er. Das geht schnell. Es beruhigt mich, das von euch zu hören. Trotz aller Eigenarten eurer Unternehmung hier seid ihr zweifellos Männer mit Urteilsvermögen. So. Da ist eine Kiste. Da ist eine Kiste. Ja, ich muss ihn aber doch verfolgen. Da ist eine Kiste. Für Kisten ist immer Zeit. Kiste schmiste, ich bin jetzt in der Anpirschzone. Okay. Da ist er wieder. Jetzt sind wir wieder in diesem Assassin's Creed-Ding drin. Ja. Was guckst du? Hey Jungs, lasst euch nicht stören. Alles gut. Was? Ja. Wie sieht er mich denn? Wie sieht der mich? Ja, umdrehen. Ja, aber ich steht doch hier hinter so einem. Ja, aber das ist doch viel zu offensichtlich. Genau, immer schön in die Ampersch-Zone. Die Insel ist doch nicht groß. Er muss zum Schiff wahrscheinlich da hinten. Beaufort, Manning, zu mir. Hier sind wir fertig. Hi, Sir. Wie ist unser Kurs? Wir kehren zur Plantage zurück und machen eine Bestandsaufnahme. Es war eine gute Ernte dieses Jahr. Ihr solltet nicht. Das war dein Dings auswählen. Das ist gewiss kein freundlicher Hafen. Nonsens, Mann. Ich hab noch mal einen Namen. Scheiße. Wir haben uns auf Namen verstanden. Ihr Mann, Sir. Einen Los und Ankerlichten wurden gefahren. Okay, das Ruder der Jackdaw. Ich hab's geschafft, aber wir wurden entdeckt. Du hast noch 47. Fuck. Hauptsache, ich renne erstmal ein bisschen. Aus dem Weg, Möwen! Da hier. Hallo? Hoch. Was? Entfernung zum Ziel beibehalten? Achso, die fahren schon los, wa? Kacke! Kacke, Mann! Na los! Passt auch, ne? Steve, der Pirat. Hey! Da lachen sie, wenn sie mit Kraft sagen. Captain, du siehst aus wie ein Mann, der an einem kühnen Plan feilt. Deine Mutter sieht aus wie ein Mann, der an einem kühnen Plan feilt. Ich habe einen von Backfords Männern großspurig über seine Plantage reden hören. Wo fährst du hin? All die Waren hinterher. Da kam Dings. Mir die Idee, dass Backboard. Oha. Ihm diese Waren und zu einem viel besseren Preis verkaufen kann. Das ist ein Schiff. Ah, ein Mann mit Vision. Guck dir das mal an. Guck dir das Schiff mal an. Alter, halt die Schnauze. Mann. Das ist ja hier die AIDA, das... Sperrgebiet, ja, wir wissen's. Sperrgebiete sind Gebiete, in denen wir uns nicht aufhalten sollen. Sperrgebiete sind Gebiete, die gesperrt sind. Alter, ich sehe Ärger voraus. Ich sehe sie.
Aber jetzt musst du dich quasi in einem Sperrgebiet für Boote den hinterher. Krass. Dingsen. Ja. Ah, das hat mich nicht sehen. Verkackt. Nee, hat mich nicht gesehen. Oha. Er hat mich nicht gesehen. Er sieht mich nicht. Alle Segel, Bewegung! Das ist schon, ja, ne? Segel an die Schurken! An die Schurken. Wir schaffen's. Ich kriege das hin. Wow! Na. Ach komm, was wollen sie machen? Oh, wir sind sicher, Captain. Das war knapp. Oh, oh. Links. Ja, die halten schön auf sich zu. Waffen raus! Kutter! Royal Navy! Scheint allein zu sein, Sir! Nein! Nein! Wir sind kurz vorm Desynchronisieren! Nein! Ja, aber wie soll denn das gehen? Ich hab da schon volle. Oh. Ich hab da schon voll Gas gegeben. Ich sehe sie. Vollgas. Nicht den Kämpfer verwechseln lassen. Das haben wir ja schon verloren. X. Metall. Metall, wir brauchen welches. Können wir mal verticken. Aber nicht zu schnell, ne? Du darfst auch nicht in den Sichtkreis von denen kommen. Leersegel einholen! Und die Kreuzkopfsegel ein! Jetzt geht's dir aber ganz schön ab. Das war doch gerade noch nicht so tricky, oder? Boah, das geht ja mal gar nicht. Leersegel heißen, los geht's! Alle Segel klar zum Setzen! Mist! Ja. Ist er gedreht? Die Schweinebacke! Ah, die gucken nicht nach hinten. Ah, oh, guck es doch. Schiff verfolgt uns, Sir! Denke, das ist ein Kutter! Wir sind außer Gefahr, Sir! England. Die sind oh Mann, Sir! Noch geklappt! Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann! Das ist ganz schön spannend! Es ist spannend, zum mit einem Schiff so eine Schleichmission zu machen. Das ist eine gute Idee. Es ist natürlich bockschwer, wie man gerade gesehen hat, aber es ist eine gute Idee. Ja. Alter, hier wimmelt ja von Schiffen. Aber du hast kein WLAN, siehst du das da unten? Ich hab kein WLAN. Jetzt Topf, Rahm und Marssegel. Wieder langsamer. Drehsegel hoch, aufgeilen. Aufgeilen. Ja, Jungs, geilt euch auf. Es ist so schön, manchmal Seemannssprache. So viele Segel, wie ihr könnt. Ist manchmal schön. Jetzt alle Segel, die wir haben. Und wieder langsamer. Wenn sie am Hafen von Havanna vorbeifahren und die Dirnen am Backford. Kennst du sie? Und die Dirnen am Pier stehen. Los Jungs, auf geil! Die Backfords und die Drexes. Ich war nie auf einer ihrer Plantagen, doch ich kenne ihre Namen von vielen, die sie verfluchten. Aber du warst auf einer Plantage, ja? Einer bescheidenen. Ei. Als Kocher im Siedehaus. Scheiße, Siedehaus. Habt ihr da Wasser gesiedelt? Oh nein. Oder etwas anderes? Zuckersaft. Nein. Die Zuckerherstellung ist schwierig und gefährlich. Der hat vielleicht dich erklärt das auf den hohen Preis. Wie ist das? Knall einfach ab. Das gibt's doch nicht. Ich bin direkt auf den Zug. Oh. Interessant, wie soll man das machen? Oh. Der Mann arbeitet für Peter Backfords, Leute. Kennst du sie? Die Backfords. Ich soll ihn nicht aus den Augen lassen, aber ich soll auch. Die Backfords und die Backfords. Ich war nie auf einer ihrer Plantagen, doch ich kenne ihre Namen von vielen, die sie verfluchten. Fahr doch auf der anderen Seite von der Insel vorbei. Ja, ich muss kurz überlegen, ja. Als Kocher im Siedehaus. Siedehaus? Habt ihr da Wasser gesiedelt? Oder etwas anderes? Zuckersaft. Die Zuckerherstellung ist schwierig und gefährlich. Das kommt ja gar nicht hin. Das ist doch alles zum. Wie ist das? Eine Plantage zu schaffen. Mäuse melden. Nun, wenn das Zuckerrohr geerntet und geschnitten ist, wird es oh, dann Kreuzwinde. Zwei Metallwalzen gründlich aus. Kreuzwinde! Wenn der Saft gepresst ist, wird es Zeit, das Wasser aus dem Sirup verdampfen zu lassen. Das taten wir langsamer. Kreuzwind! Ich kann noch langsamer. Nichts in der Welt ist heißer als kochender Zuckersirup. Jeder einzelne Spritzer davon klebt an dir wie Pech und brennt, hinterlässt furchtbare Narben. Mein Gott. Crew plus 1. Schlechtes Wetter voraus, Captain! Holt sie nieder, raus aus dem Wind! Was soll man denn machen? Hier kann ich andocken.
Es ist riskant, zu nahe zu ankern. Okay. Ach, wir haben es geschafft, weil diesmal kein Boot gab. Das ist also pures Glück. Das ist echt krass. Wir kümmern uns um die Jackdaw. Na, los, andocken. Schoten dicht, halbes Segel. Da braucht sich ein Unwetter zusammen. Andocken. So. Oh. Oh, schwere Geburt hier wieder. Was jetzt? Alarmglocken sabotieren. Den Gesandten erreichen. Einer, dreiviertel Minute. Kriegen wir hin. Was ist das für ein Zeichen? Das waren die Alarmglocken, nehme ich mal an. Ja? Oder? Weiß es nicht. Weiß nur, dass du noch eine halbe Minute hast. Alles hin. Und das sind Dings. Noch 15 Sekunden. Jetzt. Oha! Schwein gehabt. Was ist hier geschehen? Warum die Unordnung? Wir haben nicht aufgeräumt. Nur ein Umtrunk, Sir. Nur ein Umtrunk. Und ihr wagt es, euch im Dienst zu betrinken? Das ist kein Problem, Sir. Wir haben alles im Griff. Das werden wir schon noch sehen. Denn heute Abend müsst ihr die Wachen verdoppeln. Ach. Verdoppeln, Sir? Aus welchem Grund? Warum denn das? Ich glaube, ich wurde verfolgt, junger Mann. Von Piraten, wenn mich meine Augen nicht trügen. Obwohl ihr Schiff ungewöhnlich groß war für solchen Abschaum. Na, herzlichen Dank. Wir waren sicher keine Sklavenhändler. Nicht bei dieser Größe. Verdopple auf jeden Fall die Wachen. Und halte verdammt nochmal nach allem verdächtigen Ausschau. Du musst wahrscheinlich gleich den Typen meucheln. Mit der die Wachen. Aber jetzt verdoppelt er doch die Wachen. Du da oben, schlaf nicht ein, Mann, du hast eine Unterhaltung belauschen. Entschuldigt, Sir. Ah, die müssen wir. Das sind die Alarmglocken. Himmel, Herrgott! Was zum Teufel ist heute los? Was glaubst du, wie du diesen Alarm auslösen willst, wenn du stürzt? Ach, das sind die Alarmglocken. Und nicht geradeaus gehen kannst! Okay. Vergebt mir, Sir. Ich bin frisch und munter. Und wenn ich etwas Verdächtiges sehe, werde ich umgehend die Glocke läuten. Versprochen. Aber erstmal muss ich mich noch übergeben. Okay. Fällt auch gar nicht auf. Nee, in dem Gras vor allen Dingen nicht, weißt du? Ich möchte den Verantwortlichen sprechen. Ich verlange Zutritt zum Lagerhaus. Möchtest du den Geschäftsführer? Welcher von euch Hunden hat den Schlüssel zum Lager? Den Schlüsselträger aufspüren, so. Den Schlüssel, verdammt! Bringt mir den Schlüssel! Wo ist der Schlüsselträger? Ist denn keiner nicht an dir? Würdet ihr mir bitte den Schlüssel bringen? Wo ist der Schlüssel? Ah, der ist irgendwo in dem hier. Grünen Bereich. Vorsicht, da oben. Kopfschütze. Mach mal dein Adlerauge da. Da ist der Schlüsselträger. Ja, also ich wollte aber noch die Alarmglocke deaktivieren, aber das kann ich wahrscheinlich nicht. Ja, Vorsicht, die sehen dich doch alle, Philipp. Mach keinen Scheiß! So, der Schlüsselträger ist. Geh doch mal eine Waffe auf! Ach ja, wie mach ich das so? Wo ist jetzt der Schlüsselträger? Der ist irgendwo da, da ist er. Who does this say? Okay, alles klar. Ja, toll, wie mach ich das jetzt am dümmsten? Ich lock ihn in den Schrank. Ich geh mal wieder in den Schrank. Da waren wir lange nicht mehr. Kommt der jetzt hin? Nö. Nee. Also Schlüsselträger ist dort hinten. Ich habe also unbegrenzt Zeit. Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt... Ja. Vorsicht. Ich muss erstmal diesen Typen da ausschalten. Der überwacht nämlich alles. Das ist das große Problem.
Muss erst mal rankommen, ne? Ja, da muss ich erst mal rankommen. Kannst du nicht ein Messer werfen oder sowas? Nee, ich hab kein... Wo? Du hast ein Dingsmesser. Wo? Da unten. Ach. Aber das kannst du nur... Ja, das wirfst du jetzt auf den anderen. Hm. Ach, Mist. Mhm. Scheiße, jetzt sieht er den. Oh, Grützmist! Okay, so komme ich erstmal ran an den. Oh, da kommt schon wieder der Schlüsselträger. Da ist der Schlüsselträger. Interloper, raise the alarm! Nein! Oh. Und. Bimmelimmelim. Bimmelimmelim. Hier kommt Kacke. Der Eiermann. Verstärkung ist auf dem Weg. Ach, klar. Wenn es weiter nichts ist. Jawohl. Ist ja so gedacht. Ja, aber vielleicht kommt er jetzt nochmal hier lang. Oh, das und der ist der Timer. Aber ich krieg den Schlüsselträger. Schlüsselträger. Krieg den Schlüsselträger. Kacke. Okay, der Schlüssel, den Schlüsselträger habe ich gesehen, aber. So. Ich glaube, die sind ja auf der Spur. Nein, sind sie nicht. Aber ich habe den Schlüsselträger, ich habe jetzt den Schlüssel. Okay. Und das Lagerhaus plündern. Na dann, schnell. Aber die sehen mich da. Der hier, der oben. Ach, der ist immer noch da. Jo. Der sieht mich immer noch. Es sind ja mehrere da oben. Hat er jetzt mal langsam... Ach, der sieht mich immer noch. Kannst du nicht. Gleich ist er nicht mehr. Gleich stinkt er sich. Ach! Mist. You in the bush. Out. Sagt er. So kann man sie auch umgehen. Das ist ja Quatsch. So. Oh, da oben ist auch einer auf dem Dach. Ja. Autsch. Tschüss. Arbeitsunfall, ne? Ja, Arbeitsunfall, ganz klar. Er ist gestolpert. So. Na dann. Wir wurden jetzt so oft entdeckt. Rein in die gute Schule. Ich habe gar nicht mehr so viel Bier. Ja, wir müssen so wieder für den nächsten Tag am Ausflug. Oh, wir haben zwar nicht alle Wachen, aber tragt einfach ganz normal raus, ist okay. So. Ja, ist. Ja. Hä? Wie bin ich denn nicht in Kämpfe verwickelt worden? Gut gemacht. Das ist gut. Top. Wahrscheinlich, weil das gar nicht Kampf war, sondern da ist sie erst bloß. Das ist eine Kiste, 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 Kiste. Und dann müssen wir aber auch schon Feierabend ausmachen, machen. Ja. Denke ich mal. Ja, das ja, ist okay. Gut, alles klar. Okay. Machen wir hier Schluss. Jo. Ist eigentlich ganz gut. Guter Punkt da. Guter Punkt. Wir haben das Lagerhaus. Guter Punkt. Genau, also wir sind weiterhin auf dem Weg, ein reicher Pirat zu werden. Natürlich. Weil ein anderes Ziel verfolgen wir ja bisher nicht. Nee. Einfach wir wollen nur reich werden. Geld. Was mit diesem Observatorium ist, das haben sie jetzt einfach mal... Das ist egal. War was? War was? Die bösen Templer, die wollten doch irgendwas machen. Nein, wir wollen reich werden. Ist doch egal. Ja, reich werden. Liebe Kinder, nehmt euch ein Beispiel an Edward Kenway. Die beste Triebfeder im Leben ist einfach Haufen Asche. Richtig. Ja? Das reden wir ja auch an mit Games und Gassensaft. Natürlich, wir sind ja auch auf dem besten Weg. Auf allerbesten Weg dahin. Also da... Irgendwann, sag ich dir, gucken wir uns diese Videos an und dann sagen wir, hier gucke. Wir haben es vor 15 Jahren haben wir uns noch drüber lustig gemacht, jetzt haben wir es aber noch nicht geschafft. Das werden wir uns dann sagen. Bei 15 Jahren, da sind wir Anfang, Mitte 40 und spielen immer noch Videospiele. Ja, möchte sein. Hoffentlich. Hoffentlich auch. So lange dauert es aber nicht bis 15 Jahre, bis wir in den nächsten Teil mit Assassin's Creed 4 uns reinstürzen. Den gibt's dann Teil 12. Genau. Gibt's dann schon ab übermorgen bei uns auf dem Kanal. Ansonsten liken, subscriben und kommentieren. Dominik, deine Worte noch zum Abschluss. Ja, ahoi, Kikoriki. Tschüss.